Ist auch die Gender-Thematik heutzutage ein Thema in der Welt? Ja, das ist, also, stresst mich manchmal wirklich ein bisschen, weil die Sprache wird so viel schwieriger beim Erzählen. Ich probiere ja immer so in einem schönen Fluss und ich versuche auch schöne Sätze zu machen. Für mich ist wirklich das Erzählen eine grosse Auseinandersetzung mit der Sprache. Also das Umsetzen von diesen Texten in eine gute Sprache. Ich sage immer, mir ins Maul legen, dass die Märchen warm werden. Dann muss ich die Sprache lieben. Bei den Stimmen ist inzwischen so, ich glaube, das ist vergleichbar mit einem Instrument lernen. Ich bin genug virtuos geworden, dass ich weiss, wenn ich von einem Zauberer rede, das dünn die Stimme automatisch so kommt. Oder eine Prinzessin. Oh! Hey miteinander, das ist sie, sensationelle Heiligabend und heute Abend kommt definitiv das Christkindli vorbei. Und für das ziehen wir natürlich auch heute die letzte Kerze auf dem Adventskranz an. Ja, und dass ihr mich natürlich im neuen Jahr auch nicht verpasst, abonniert mich noch schnell, abonnieren, weil das ist die letzte Ausgabe in diesem Jahr. Ja, und das Christkindli habe ich eigentlich heute schon so ein bisschen eingeladen. Bei mir ist Märchenverzählerin Jolanda Steiner. Hoi Jolanda, schön bist du da. Weil du hast ja im Moment sehr viel zu tun. Ja, klar. Jetzt ist heute natürlich am 24. Dezember für mich so quasi Schlussbuchgehen. Am Nachmittag im Schloss Weggenhorn zwei Aufführungen mit zwei Musikerinnen, die mich sehr, sehr freut, dass ich dort sein darf. Auch die ganze Atmosphäre vom Schloss und den lieben Leuten. Und ja, das ist für mich immer so die Weihnacht vor der Weihnacht am Abend. Mhm. Aber man kann schon sagen, die Weihnachtszeit oder die Vorweihnachtszeit ist für dich am strengsten? Ja, schon eigentlich. Die intensivste Zeit zum November fängt an. Es ist halt für mich auch ein bisschen intensiv, weil es so schnell dunkel ist. Im Sommer habe ich immer das Gefühl, ich mag mehr. Ich habe dort ja auch Aufführungen. Aber der Tag ist so kurz und dann habe ich das Gefühl, ich mache nur noch aufstehen und dann erzählen und dann heimkommen und wieder ein bisschen vorbereiten und wieder am nächsten Tag gehen. Aber das hat auch ein bisschen mit der Jahreszeit halt zu tun. Das Gefühl von wenig Zeit haben. Mhm. Aber bist du eigentlich ein absoluter Weihnachtsmensch? Liebst du diese Zeit? Nicht, also liebe, wie soll ich sagen, ich habe keine Zeit, um daheim zu dekorieren. Ich habe keine Zeit, um wirklich so gemütlich Geschenke aussuchen. Das ist nicht so schön. Also das würde ich manchmal gerne. Aber ich liebe halt die Intensität und die Freude, die ich so merke, wenn ich komme. Es sind ja dann nicht nur Weihnachtsgeschichten, es sind auch Märchen. Aber ich kann jetzt nicht sagen, oh, ich freue mich auf die Zeit, weil ich weiß genau, es ist halt dann immer sehr streng. Jolanda, ich würde sagen, dass da bei uns nicht ganz so streng wird. Gibt es jetzt dann gerade etwas zu trinken bei uns? Aber zuerst schon ganz schnell, beschreib dich in einem Wort. Wer ist Jolanda Steiner in einem Wort? Aktiv. Aktiv. Das heisst, du wuselst überall rum, jetzt auch eben in der Vorweihnachtszeit. Ja, ich bin gerne aktiv. Also ich habe eine Energie in mir. Und wenn ich die irgendwo positiv nutzen kann, dann bin ich glücklich. Mhm. Ob das jetzt im Privaten ist, ob das jetzt bei Aufführungen ist, ob es zwischenmenschlich ist. Ich muss einfach wie können, das weghaben von mir und dann nährt es mich wieder, dann bin ich wieder voll geladen und dann ist die Batterie wieder da und dann kommt es wieder. Und darum würde ich sagen, ja, aktiv, das ist etwas, was glaub, zu mir passt. Ich will aber vermeiden, dass es auf nervös ausartet. Perfekt. Aktiv hat für mich noch etwas Positives, so, weißt, mögen und wollen. Absolut, das ist doch schön. Ja, und dass wir da vielleicht auch noch ein bisschen aktiver werden in der Sendung, gibt es jetzt immer etwas zu trinken. Wir kommen zu unserer ersten Rubrik und die heisst Kaffee. Tee oder Mehl? Ja, Jolanda, und ich würde sagen, weil Weihnachten ist heute, Heiligabend, geben wir uns einen Glühwein, oder? Ein Glühwein gibt ein bisschen warm, oder? So, ganz gibt ein wenig, bisschen gute Laune, ganz wenig, dass du heute Nachmittag noch magst, ja, gell? Ja, ich kann gerade sagen, ist mein Arbeitstag. Ja, perfekt, dann können wir den nachher dann gerade serviert. Wann hast du eigentlich angefangen mit Märchen zu erzählen? Wann ist es losgegangen? Ja, was meinst du mit losgegangen? Also, das ist ja das erste Mal, wo du dich kannst erinnern kannst, dass du vielleicht auf einer Bühne gestanden bist oder auch aktiv wirklich von Leuten. So öffentlich? Genau. Also wenn ich so darf sagen,
Ich glaube, mit 8-Jährigen. Ah ja? Ja, also weißt, wenn ich sage öffentlich, ich habe dort auch ein Kasperli-Theater gestaltet, in der Garage, wo sonst das Auto drin steht, aber mein Vater ist noch immer am Wochenende heimgekommen, habe ich eine Bühne eingerichtet. Und ich weiss, das sagen mir auch meine ehemaligen Gespänli von der Spitzmarktstrasse und Umgebung, dass ich sie unterhalten habe. Ich meine, das ist öffentlich. Ich habe sogar kleine Plakettchen gemalt und so. Sie für einen guten Zweck, 20 Rappen. Ich weiss so nicht genau, was ich damit gemeint habe, mit einem guten Zweck. Aber dort hatte ich schon das Bedürfnis, noch rauszutreten und unterhalten. Und dann ist natürlich dann die Schulzeit gekommen. Ich habe aber auch kleine Theaterstücke geschrieben. Für die 6. Klasse haben wir mal das Theater aufgeführt, wo ich geschrieben habe. So. Dann wollte ich aber immer der Chef sein und sagen, so spielt man das. Und so habe ich gemerkt, ich will jede Rolle selber. Okay. Und also wirklich, ich glaube, als Kind schon das geliebt. Und dann bin ich Kindergärtnerin geworden, da ist das ein bisschen in den Hintergrund getreten. Aber dann habe ich natürlich gleich durch die Anfrage bei einem Radio zu arbeiten, als Erzählerin, habe ich dann öffentlich, fast schon ein bisschen professionell ist das dann geworden. Und das ist vor 40 Jahren. 40 Jahre, ja. Zeit rennt. Ja. Es war 1983, als du dort wirklich gestartet bist. Schau mal da, der Glühwein. Oh, fein. Mit Bild. Ja, mit Bild. Schön. Vom Luzerner Weihnachtsmarkt noch sogar. Zum Wohl. Schön, bist du zusammen. Schöne Weihnachten. Ja, danke. Schöne Weihnachten. Merci. Wie feierst du eigentlich heute Abend mit der Familie? Jawohl, ganz gemütlich. Immer, das ist dann für mich so einen schönen Abschluss, einfach mit meinem guten, lieben Mann, den ich auch schon mehr als 40 Jahre wirklich... Verheiratet? Nein, verheiratet nicht. Nein, aber kennst du sie. Zusammen sind, ja. Genau, und mit unserer Tochter und mit dem Partner. Und das ist immer so ruhig und einfach so ein bisschen sein. Das ist schön. Aber deine Tochter erzählt nicht selber an Mäli. Sie wird nicht deine Nachfolgerin. Sie ist Juristin geworden, ja. Wollte wissen, wo du gewartet hast. Sie ist Doktorandin an der Uni und sie ist einfach sehr, sehr sprachaffin. Also sie ist sehr begabt in der Sprache. Und ich glaube, das ist das, was sie vielleicht jetzt von der Mäli her ein bisschen mitbekommt. Ich wollte ja nicht sagen, dass es jetzt so ein bisschen ein Push ist. Ich habe sie nie, aber sie hat halt immer Geschichten um sich gehabt, immer Bücher um sich und mich freut das, auch wenn sie jetzt einen anderen Weg geht, also wirklich nicht Märli erzählt. Und du hast vorhin gesagt, sie bleibt immer bei der Wahrheit, also heisst ja. Das auch, sie ist ein bisschen von den Märli vielleicht so ein bisschen manchmal auch angelogen worden? Nein, das hat sie gar nie mehr irgendwie gesagt oder das Gefühl gehabt, sondern sie ist einfach nicht der Typ wie ich, sie ist nicht so extrovertiert oder sie braucht die Bühne nicht. Ich glaube, das ist wie ein anderer Weg mit Sprachspielen. Also Juristerei ist ja wirklich, hat so viel zu tun mit Sprache. Und die Gebrüder Grimm, das wissen ja viele nicht, sie waren ja Juristen gewesen. Also da ist eine Verbindung entstanden, wo ich noch plötzlich, aha, und die haben auch Altmärli gesammelt zu literaturwissenschaftlichen Zwecken. Und nicht, weil sie wollen, Märli, die Kinder, so ein bisschen präsentieren. Und für mich ist wirklich das Erzählen eine grosse Auseinandersetzung mit der Sprache. Also das Umsetzen von diesen Texten in eine gute Sprache, ich sage immer, mir ins Maul legen, dass die Märchen warm werden, dann muss ich die Sprache lieben und muss auch das Handeln mit der Sprache. Und das ist das, wo ich das Gefühl habe, interessiert sie auch. Aber sie hat mir nie das Gefühl gehabt, ich habe sie angelogen, weil ich sie auch nicht angelogen habe. In dem Moment, wo ich erzähle, ist es ein Wort. Und wir gehen aber immer wieder aus dem Märli raus. Das machen wir mit den Kindern. Oder wir gehen ins Märliland rein, mit einem Lied, mit einem Vers. Und dann gehen wir wieder raus. Das betrifft jetzt Volksmärli. Genau, und auch wie du mit der Stimme spielst, das schauen wir uns doch mal schnell an, wie das dann in Wirklichkeit ja. Aussieht. Bitte schön, einen Ausschnitt davon. Das ist der Ort, wo das Jesuskind auf die Welt kam. Der Elias ist ganz leislich zu den Türen über und hat sein Säuferli aufgemacht. Hey, komisch. Das geheimnisvolle Licht war weg und kein Engel im Stall. Hä? Habe ich das alles nur geträumt? Aber nein. Ich habe doch gehört, wie eine Stimme gesagt hat, dass das Jesuskind auf die Welt wird kommen. Und ich habe doch die Engel gesehen. Der Elias ist zum Ochs her, hat ihn gestreichelt und hat geflüstert. Gell, du hast es doch auch gehört und gesehen.
die Engel, wie sie zusammen geschwätzt haben. Der Ochs hat genickt, aber vielleicht hätte er einfach sagen, ja, ich möchte gerne ein bisschen frisches Stroh. Der Elias hat die Mistgabel genommen und als er Stroh auflüpft, hat er ein goldiges Haar entdeckt. Schau, Remus, das ist das Haar von einem Engel. Ich habe es doch nicht geträumt, es sind Engel da gewesen. Dann stimmt es also doch. Ein Kindli soll da in diesem Stall auf die Welt kommen. Und wenn das so ist, dann muss ich den Stall jetzt aber putzen und ganz gemütlich einrichten. Ja, Jolanda, was haben wir da für eine Geschichte gesehen? Also das ist eine Geschichte von einem Bilderbuch, wo ich Geschichten dazu durfte selber schreiben. Und dann ein Verlag hat es übernommen, Nord-Süd Verlag, hat eine Illustratorin gesucht. Und für mich wie ein, ja, soll ich sagen, so ein Geschenk war, dass das einmal einfach ein Bilder... Ich habe ja ganz viele Geschichten geschrieben, aber bis es dann einmal ein Bilderbuch dazu gibt, das sind grosse Hürden. Und da möchte ich jemanden erwähnen, wo mir im Leben sehr wichtig ist, das ist der Max Bolliger. Mhm. Er ist ein Schriftsteller, leider verstorben. Ihn habe ich kennengelernt, weil seine Geschichten sind die Geschichten waren, die ich als erstes öffentlich bei einer Plattenfirma, damals noch Schallplatten, konnte, produzieren lassen, bei der Plattenfirma EMI. Und er hat die Geschichten mir geschenkt, quasi so zum Dürfen brauchen. Er hat sehr viel Wert darauf gelegt, dass ich eine gute Umsetzung mache in Mundart. Bei ihm habe ich gelernt, Sorge zu der Sprache, zu den Wörtern, zu den Sätzen, dass es geschmeidig bleibt, dass es nicht schluffig ist. Und er ist so für mich eine ganz wichtige Person in dieser Geschichte, die ich als Erzählerin habe. Und er hat mir Mut gemacht, dass ich die Geschichte in einem Verlag zeige. Okay. Er hat das wie gespürt. Und ich habe, es ist eine Weihnachtsgeschichte. Genau, wir können als Buch schnell zeigen. Ja, richtig. Genau. Und das Schöne ist eben, dass ich diese Geschichte herausgeben durfte. Ich habe immer gerne Geschichten, wo man die Weihnachtsgeschichte von einer anderen Perspektive anschaut. Sei es einmal von einem Stern. Ich habe eine CD gemacht von einem kleinen Stern, der alles von oben runter sieht. Oder der Elias, der ja als erstes in den Stall kommt und die Engel sieht, die alles parat machen. Ich liebe das, so Quereinsteiger-Geschichten für die Weihnachtsgeschichte. Und ich denke, heute an diesem Tag ist zwar eben die Weihnachten, wir reden von diesem Jesuskind, aber jede Geburt ist doch eigentlich wunderschön. Und ich sehe es immer auch ein bisschen in diesem Kontext. Mhm. Mhm. Absolut. Aber das heisst schon, du magst Weihnachtsgeschichten am meisten? Ich habe schon einen schönen Bezug dazu, weil ich halt so viele auch schöne Erlebnisse hatte mit den Weihnachtsgeschichten. Oder als Kind war das immer so ein Tag, wo man die Mitternachtsmesse ist. Es ist nicht so eine Kirchengängerin, aber das ist für mich sehr so ein Ritual. Oder? Ich finde es wie ein Ritual. Und auch die Feierlichkeiten, was mich nicht so interessiert, ist der ganze Rummel drumherum. Wenn ich so sage, ein bisschen das Amerikanisieren, das bin ich jetzt gar nicht so Fan. Ich finde die Ritual, auch jetzt, dass ich immer im Meckenhorn so mit dem Kind, wie das Warten aufs Christkind, jetzt, heute Nachmittag ist, da kommen sie auch so angelegt, schon so parat, oder, für Heilig oben, und wir sind zusammen dort und warten zusammen aufs Christkind. Ja, das sind... Es ist auch eine Spannung in der Luft, oder? Ja, richtig, eine Freude, Spannung. Und ich liebe so Ritual, nicht nur an den Weihnachten, aber die Weihnacht hat auch ganz viel mit dem zu tun. Mhm. Mit dem Wiederholen, mit dem sich ein bisschen sicher fühlen, aufgehoben fühlen, ein bisschen in dieser Wiege, oder? Ja. Dieser Krippe. Also. Und du hast eben damals als Kindergartenlehrerin gestartet, hast du dann dort schon auch Geschichten erzählt, deinen Kindern? Ja, immer. Ich habe auch gemerkt, dass Kinder empfänglich sind, via Geschichten gewisse Regeln können zu lernen. Also ich habe alles immer so ein bisschen verpackt. Wenn ich etwas wollte, sei es, dass sie jetzt die Fötzeli zusammenräumen und die Güssel tun, dann habe ich das nicht einfach nur so gesagt. Da habe ich irgendwie mit einem Tüchli-Kasper, wo dann es gibt so lustige Handpuppen, die man machen kann, oder so ein Tüchli-Fresser daraus geht, dann haben sie mir die Sachen so bringen. Und dann habe ich mit einer Handpuppe so gespielt. Und dann ist das ein Spiel geworden. Und dann ist am Schluss ja, der Basteltisch aufräumen
gar kein Problem mehr gewesen. Da haben wir einfach von dem Handkasperli geredet und der ist dann gekommen, dann hat das geklappt. Nur als Beispiel, oder? Ich habe alles immer verpackt in Geschichten. Aha. Und ich liebe das heute noch, dass man da so kann, ganz viel ohne Drohfringer vermitteln an ja, zwischenmenschlichen Regeln, die eigentlich noch für mich wertvoll sind. Wie umgehen miteinander. Jetzt gerade beim Märlibus ist so wunderschön. Das war ja jetzt gewesen, die Weihnachtszeit. Der VBL, genau. Ja, richtig. Da kommen sie ja allein. Also nicht mit Erwachsenen, sondern nur eine Begleitperson. Haben also Hütchen an, wie du, der Chauffeur und die Begleiterin. Die kommen jetzt mit dem Bus zu mir und da ist nur vielleicht ein Geschwister dabei oder ein Freund oder eine Freundin. Oder es gibt auch Kinder, die ganz allein kommen. Und es gibt so eine Gemeinschaft, wo man zueinander schaut. Und, also wo auch neue Freundschaften ja, entstehen unter den Kindern. Ja. Also gerade jetzt die letzten paar Male hatte ich zwei Kinder, die plötzlich einander die Hand geben konnten. Am Anfang habe ich aber erfahren, dass die ganz allein gekommen sind. Und wie bin ich jetzt auf das gekommen? Das Spielerische halt. Und das via Geschichten, also sind ja zwischenmenschliche Erlebnisse. Das habe ich jetzt immer auch beim Märlibus, das Gefühl von, wir gehen zusammen auf eine Geschichtenreise. Wir schauen zueinander, wir sind mit dem Protagonisten verbunden in den Geschichten, oder? Und am Schluss kommt alles gut und dann gehen wir zusammen eben noch etwas trinken. Eben, das gehört alles zum Märlibus. Und am Schluss gibt es noch ein Tänzchen oder ein Liedchen. Ja, das ist so ein das Weihnachtsgefühl. Wo, oder wie Krippen, wo alle zum Stall kommen, ob sie jetzt Könige sind oder die Hirte, oder die Hirtin, oder die Köchin, oder wer auch immer. Man trifft sich an Weihnachten im Stall, halt alle kommen zusammen. Ja, oder? Mhm. Genau. Und so ist auch beim Geschichtenverzählen sehr viel Erlebnis. Man kommt, und es geht nicht um mich, es geht eigentlich ums Zusammensein, um zusammen auf eine Geschichtenreise zu gehen, in Gedanken, oder manchmal auch mit Bildern. Und wir erleben das Gleiche für einen Moment. Perfekt. Ja, ich würde sagen, Yolanda, dass man da auch ein bisschen spielerisch bei uns in der Sendung weitergehen, kommen wir zu unserer nächsten Rubrik und die heisst bei uns 1 von 3. Ja, bei 1 von 3, Yolanda, darfst du 1 von diesen 3 Kuverts wählen und dahinter versteckt sich ein Stichwort und zu dem stelle ich dir dann eine Frage. Ja. Welches ist vielleicht deine Lieblingsfarbe von denen? Keine. Aber am ehesten blau. Okay. Ich habe jetzt noch gedacht, vielleicht noch rot. Weißt, ja, aber weißt du, es ist so immer rot. Okay. Dann finde ich manchmal gut, nicht auch noch rot. Oh, ein spannendes Stichwort, das wir da drin haben. Hast du gehofft, ich nehme rot? Und dann nein, gar nicht. Aber also, Lebensziel. Oh. Hast du dein Lebensziel schon erreicht? Oder was ist überhaupt dein Lebensziel? Ziel heisst ja der, wie man kommt an, dann ist noch fertig. Ja, und das willst du auch nicht, oder? Nein. Also das Lebensziel, es ist vielleicht zielgerade so, also ich habe schon ein gutes Gefühl für mein Leben, was war, wo es mich vielleicht jetzt noch ein bisschen herführt. Wenn ich jetzt aber denke an eben doch wirklich das Lebensziel, also es geht im Ende entgegen, vielleicht auch im Ende entgegen von Erzählerin sein, weil ich vielleicht nicht mehr so mag. Also erzählen mag ich schon, aber ich habe ja immer so eine riesige Kulisse dabei. Und selber auch aufbauen ja, und alles, Technik oder? Ja, Technik und alles. Machst du eigentlich alles selber? Alles selber. Ja. Und das ist ja körperlich anstrengend. und vielleicht müsste ich halt mal jemanden haben, der das für mich macht. Aber könntest du dir durchaus vorstellen, auch länger, als vielleicht jetzt, du bist, glaube ich, 63 werde ich, ja, und, in ein paar Wochen, genau. Genau, und könntest du dir vorstellen, das auch über 70, 75 noch zu machen? Ich sage immer meinem Mann da, meinem Umfeld, wenn es dann peinlich wird, sagt er mir es bitte. Das ist so das, was ich wirklich dann nicht will. Ja, aber Rudi Gerst hat ja noch bis ins höhere Alter. Ja, aber am Schluss ist es eben ein paar Mal ein bisschen peinlich geworden. Ich will jetzt gar kein Beispiel nennen und das will ich nicht. Dass man das noch als Erinnerung hat, was schön ist, und das muss ich jetzt wirklich schnell erzählen, weil ich es so lange schon mache, kommen jetzt ja Mütter und Väter mit den eigenen Kindern, die damals schon bei mir als Kind waren. Hm? Ach, und wenn ich das jetzt nicht schon so lange gemacht hätte, hätte ich das nicht erlebt. Aber jetzt merke ich schon, es kommen andere, die das auch gerne machen. Und ich muss das nicht pachten für mich. Aber solange ich noch Freude kann machen, mache ich es vielleicht auch über 70. Ich kann das nicht, vielleicht mache ich es schon morgen nicht mehr, wegen irgendetwas. Ja. Aber es hat so Orte, wo ich weiss, das kann ich, will ich nicht mehr machen, weil ich ein bisschen auslesen muss. Nicht arrogant, aber einfach kräftemässig gibt es Orte, wo ich nicht mehr kann gehen, nicht mehr mag gehen, nicht mehr möchte gehen. Und ich lasse auf mich zukommen. Aber zurück zum Lebensziel. Mein Ziel ist eben, dass ich
dass ich Freude kann weiterhin machen mit dem Erzählen, aber dann auch einmal sagen, jetzt ist das Ziel erreicht, wenn es dann peinlich wird. Mhm. Eben, und irgendwann muss man dann halt wirklich mit Würde lieber abtreten. Ja, und, ja, ja. Und sagen, es kommen andere, ja. Es ist auch gut gewesen jetzt. Und nicht einfach so, weisst du, ja, ich bin unersetzbar und da bin ich gar nicht der Typ dazu. Ja. Nochmal schnell zurück zu der Todi Gerster. Hast du sie auch schon gelost als Kind? Natürlich, oder? Ja, ich hatte keine Eltern, die mir Märli erzählt haben. Das war überhaupt kein Thema. Ich hatte dann eine Schallplatte natürlich und ich weiss noch, das Märli immer wieder das Gleiche gelassen, immer. Und sie war schon für mich wichtig gewesen. Ich habe auch dort natürlich die Märli kennengelernt, habe sie dann auch selber, aber mit Kasperli-Figuren nachgespielt. Und ich habe sie dann später natürlich auch persönlich kennengelernt, an Events, weil wir sind bei der gleichen Plattenfirma waren. Ah, schön. Und eben, also Märli erzählen, das muss man ja gleich üben. Wie übst du das? Weißt, übst du das manchmal zuhause vom Spiegel? Du musst ja die Stimmen einmal ausprobieren, oder? Mhm. Wie muss man sich das vorstellen wie dir? Was ich mache, ist, bei einem neuen Märli, ich tue wirklich jedes Märli übersetzen und mit dem Computer also auf. Dann gibt das schon mal so eine Vorbereitung, wo ich Bilder entwickeln kann. Und wenn ich dann die Märli, ist ja ein Unterschied, oder, ob ich sie auf Tonträger erzähle, ob ich sie öffentlich erzähle. Und wenn ich sie jetzt öffentlich erzähle, dann tue ich mir das so Bilder vorstellen und dann übe ich es daheim nicht laut, sondern in Gedanken, verinnerliche ich recht inwendig, nicht auswendig. Und dann gehe ich zum Publikum und präsentiere das und bei den Stimmen ist inzwischen so, ich glaube, das ist vergleichbar mit einem Instrument lernen. Ich bin genug virtuos geworden, dass ich weiss, wenn ich von einem Zauberer rede, dass dann die Stimme automatisch so kommt. Oder eine Prinzessin, oh. Oder ein Prinz, oh, der kann ja auch so eine Feine sein. Ja, ich muss jetzt ein bisschen aufpassen mit diesen Klischees. All die Stimmen, die kommen automatisch. Gerade letztens hat mir ein Kind gesagt, wie machst du das mit diesen Stimmen? Da dachte ich, wie mache ich das? Es kommt einfach. Aber ich habe früher sicher eher mal so ein bisschen trainiert, ausprobiert. Aber hat es vielleicht manchmal auch die Situation gegeben, dass du vielleicht auch am Anfang, wenn du eine neue Stimme ausprobiert hast, auch ein bisschen Hemmungen noch gehabt hast, die so auszuleben, nicht? Ich habe schon als Kind das immer gemacht. Einfach, ich habe das auch gar nicht als tun, als ob. Weil ich bin in dem Moment, wo ich mich auftue und ich bin Erzählerin, dann passiert das so. Also ich tue nicht, ich glaube, das ist da so auch funktioniert. Die Kinder haben nicht das Gefühl, ich möchte tun, als ob, sondern in dem Moment ist sie einfach die in die Rolle schläuft und mir vergisst, dass ich da bin. Das wäre auch mein Ziel, dass sie einfach hört. Und gar nicht mehr an Jolanda Steiner so denkt, an Person. Oder? Sondern eine völlige Geschichte rein. Ja, dass sie, ja. Und dem Kind ist es auch egal, ob ich jetzt bekannt bin oder nicht. Ja. Ich will auch kein Star sein. Ich wehre mich gegen das. Klar ist schön, ich darf jetzt hier sein und etwas erzählen, aber es geht eigentlich um die Sache. Ja, das ist schön. Todi Gerster hat einmal gesagt, sie wird nicht gerne Märli-Tante bezeichnet. Lieber Märli-Königin. Oh, ja. Du wirst wahrscheinlich auch nicht gerne als Märli-Tante bezeichnet, oder? Wenn ja, jetzt... nein, Tante ist halt das Tantige. Aber früher hat es ja einen positiven... eine positive Bedeutung gehabt. Man hat ja gesagt, so aus dieser Zeit, ja, es sind Leute, die Zeit haben für Kinder. Wenn die Eltern vielleicht arbeiten, dann erzähle ich die Märli-Onkel, Märli-Tante, und dann kommt das Tantige, Quassel-Tante und so. Und dann, ich finde, wir sind Erzählerinnen und Erzähler, machen Erzähltheater. Und auch nicht Märchenstunde, es geht ja nie eine ganze Stunde. Eva, aber du hast ja den Titel Märli-Königin auch bekommen, oder? Ja, mehrmals sogar. Schluss ist das noch. Es ist eine Geschichte, die ich ungern daran denke, aber eigentlich, als ich dann die Märli-Krone überreicht habe, bekommen, so vom Migro, ist es so der Migro eine Aktion gewesen. Da habe ich einfach gesagt, die Krone ist nicht in mir. Die hat einfach ganz viele Diamanten und Edelsteine und die verteile ich. Weil wir sind so viele Menschen, die erzählen. Und nicht nur öffentlich, es gibt ja auch Grosseltern, Mami, Papi, Götti und so weiter, die erzählen ja auch.
Und das mit Märli-Königin, das hat dann halt so ein Promo. Also, ja, der Plattenproduzent hat halt das dann schon noch gerne gehabt. Aber ich tue das eigentlich nicht mehr erwähnen. Aber du bist ja gleich, Eva, du bist manchmal sehr bescheiden, aber du hast ja bei Radio Pilatus, Radio Sunshine, Radio Zentral geschafft, auch beim Zentralschweizer Fernsehen Tele 1 hast du Märli erzählt und präsentiert, hast jene Preise. Also man kann ja sicher auch stolz ein bisschen auf das zurückschauen, oder? Ja, stolz vielleicht, dass ich durchgehalten habe. Und es ist halt nicht stolz, sondern eine Freude. Es ist so eine Freude, dass das auch wahrgenommen wird. Dass es nicht nur ja, es ist ja nur Märli. Dass man dem auch eine Wertschätzung entgegenbringt. Den Leuten, die das machen. Aber ich hatte halt einfach das Glück, gehabt, im richtigen Moment auch ein bisschen am richtigen Ort zu sein, mit richtigen Leuten, die gefragt haben, machst du das und kommst du. Und klar, also es ist wirklich intensiv. Also ich bin nicht einfach so, ja, ich komme. Ich tue jeden Tag mich mit Märli auseinandersetzen oder mit diesen Projekten, mit diesen Programmen, jeden Tag. Aber es ist halt eine Leidenschaft. Aber kann man von dem leben? Weißt du, jetzt 100%, das funktioniert? Ja, es kommt darauf an, was du darunter verstehst, wie viel Luxus. Ja. Gut, ich habe ja das Glück, dass ich verheiratet bin, dass ich dort ja auch eine Unterstützung habe durch meinen Mann. Aber mal, ich bin auf dem Level, wo ich könnte. Ich zahle auch AHV, ja, also ich bin alles, selbstständiger werden. Genau. Mal einfach nicht luxuriös, aber ich bin freischaffende Künstlerin. So. Und eben, die Leidenschaft ist ja schlussendlich das, was zählt, oder? Ja, und halt auch so zu merken, dass es mir nicht so darauf ankommt. Ich tue wirklich mich so gut vorbereitet, ob ich jetzt in eine Spielgruppe gehe. Oder weil vor ein paar Wochen im ausverkauften Schauspielhaus, ich bin jedes Jahr im Schauspielhaus Zürich, mit dem Zürcher Kammerorchester, es ist wie für mich die gleiche Intensität, so wie ich mache mich parat für das Publikum und das ist mir sehr, sehr wichtig. Und vielleicht ist auch das, was die Leute spüren, dass es für mich nicht darauf ankommt, komme ich jetzt mehr so eine Resonanz von einem Schauspiel aus oder ist es jetzt in einer Schule? Alle haben das Gleiche verdient. Was macht dir vielleicht am meisten Freude? Oder ist das eben wirklich das, dass jeder Auftritt dich begeistern kann, wenn das Publikum passend ist? Was mir schon sehr Freude macht, ist seit ein paar Jahren halt mit klassischer Musik zusammen. Mit Musikerinnen und Musikern, die professionell, manchmal auch die nicht professionell, aber auch sehr gut sind, die das mit mir gestaltet. Weil Märli und klassische Musik haben ganz viel miteinander zu tun. Und das ist schon das, was ich am liebsten mache. Hat es einmal etwas gegeben, einen Auftritt, vielleicht, wo du angegangen bist und die Kinder haben fast nicht reagiert auf dich? Oder die Resonanz war nicht so da? Ja, was mich einfach stressig gedacht hat, und das muss ich jetzt halt einfach sagen, das will ich nicht mehr so machen, ist in diesen Einkaufszentren, in diesen Malls, wo ich wirklich merke, da braucht es so viel Show, dass man überhaupt eine Viertelstunde die Eltern auch mal vom Handy wegbringt. Oder die Eltern kann davon abbringen, dass sie den Kindern sagen, ja, jetzt komm, wir müssen noch weiter einkaufen. Nicht spüre, dass sie eigentlich jetzt gerade frisch in ein Märli getaucht sind. Das ist für mich nicht mehr stimmig. Und das sind jetzt so ein bisschen Frustmomente, die in den letzten paar Jahren gekommen sind, wo man so, ja, dort ist noch etwas. Und das sind jetzt für mich ein bisschen die Orte, wo ich probiere zu sagen, da braucht es etwas anderes als mich. Perfekt. Ich würde sagen, wir kommen noch zu einer weiteren Rubrik bei uns in der Sendung. Und die ist auch sehr spannend, weil die heisst bei uns noch nie gesagt. Ja, Yolanda, ich habe noch nie gesagt. Gibt es irgendetwas, das du noch nie den Medien erzählt hast oder so? Und hättest du vielleicht sogar schon gerne mal darüber geredet? Bist du einfach noch nie gefragt worden? Also nicht so gerne Selbsthilfegruppe, sondern wenn ich mir überlege, ist vielleicht etwas, das ich nicht so einordnen kann, ob es eher ein Kompliment ist oder nicht. Aber zu mir ist einmal ein Herr und eine Frau gekommen, ältere Leute waren das, die haben immer eine Geschichte gelassen.
Radio Sonnenschein, so ein Stichli, und da ist immer so ein Trailer vorausgekommen. Haben sie mir gesagt, wissen Sie, Jolanda Steiner, es ist immer so schön, jeden Sonntagmorgen, wenn der Trailer kommt und sie nachher redet, sind unsere Kanarienvögel ganz ruhig. Unsere Kanarienvögel tun keine Pips und Paps, bis sie dann wieder fertig geredet haben. Legendär, so muss es sein. Ja, ich weiss jetzt nicht, es ist einfach herzig. Lustige Geschichte. Eben, ich glaube, wenn sogar Vögel ruhig sind, wenn du Geschichten erzählst, dann sind die Kinder umso ruhiger, natürlich noch. Genau. Vielleicht kommt ja heute Abend gerade jemand und am Kirschbaum auch zwei Kanarienvögel über und dann können wir mal ausprobieren, ob das funktioniert. Ich hoffe, niemand kommt Vögel über, wenn ich mir zulasse. Nein, das glaube ich nicht. Du hast eh mal gesagt, das finde ich noch spannend, Geschichten und Märchen sind nicht das Gleiche. Mhm. Was ist der Unterschied? Der Unterschied ist schon, dass Geschichten mehr so in der Realität passiert, also wo wir auch mehr beschreibend sind, wo man nicht wirklich so die Motive erkennt. Bei den Märchen ist ja das ganz typisch, also dass man sagt dem auch Achtergewicht, dass immer eine Person in der Defizitrolle ist und am Schluss will die Person ganz viel Mut hat, Durchhaltevermögen, König, Königin wird oder etwas erreicht. Und Geschichten sind für mich mehr so das Äußerliche. Mhm. Und die tue ich auch, wenn ich Geschichten erzähle, mehr interaktiv arbeiten. Und bei den Märchen geht man wirklich so ganz tief in die eigenen Bilder. Mhm. Es hat einfach eine andere, es ist ein anderer Aufbau. Und viel mehr Fantasie, die bei den Märchen auch im Zentrum steht. Ja, Geschichten tun schon auch Fantasie anregen, aber Geschichten sind ja vielfach auch erfunden von einem Autor, von einer Autorin. Und die Märchen sind ja Überlieferungen, also überliefert worden. Und Grimm haben ja nur gesammelt. Beispiel, es gibt ja noch viel mehr Märchen-Sammler, Sammlerinnen, als wir hier meinen. Wenn wir immer von Grimm reden, sind wir nicht die Einzigen. Aber Hans Christian Andersen, die haben eigentlich Kunstmärchen und das geht in die Gattung von Geschichten. Die haben gesessen und haben die erfunden und haben die aufgeschrieben. Es waren auch Autoren gewesen. Und das spürt man beim Erzählen. Es passiert etwas anderes beim Publikum. Wie gehen eigentlich die Kinder damit um? Eben, es gibt ja eigentlich immer die Rolle von gut und böse. Eben, manchmal auch ganz böse Gestalten auftreten. Oder? Wie gehen die Kinder manchmal mit dem Bösen um? Also, was interessant ist, und da kommt mir wieder der Beruf, den ich Kindergärtnerin war, ein bisschen gut. Dort war beim Rollenspiel auch immer ganz klar Schwarz-Weiss-Malerei. Also sie haben gespielt, du bist jetzt tot, puff, und irgendwie fünf Minuten später war der ist gerade in der Erlebung. Oder in Ofen reinstossen, die böse Figur, das muss sein, je böser eine Figur in einem Märchen ist, umso härter muss die Strafe sein. Ja. Es darf nicht sein, dass jemand ganz, ganz böse ist und am Schluss kommt er so, ja, einfach so wieder fein raus und ja, noch eine kleine Strafe. So. Das ist die Schwarz-Weiss-Malerei. Und die Kinder gehen mit dem problemlos um. Was aber jetzt in all diesen Jahren, als ich das mache, anders geworden ist, mit diesen ganzen Bildern, die wir heute haben. Also, vor 40 Jahren konnte ich noch erzählen, wie das Schwesterli im Märli von den sieben Raben das kleinste Fingerli abschnitt, wo es den Schlüssel verloren hat, wo ein Knöchel war, das von den Sternen nicht überkam, um den Glasberg aufzutun. Das konnte ich so erzählen. Jetzt habe ich aber gespürt, dass das Fingerli abschnitt, dass die Amputation, also das ganze das Bild, ist früher bei den Kindern wie automatisch ein Seelenbild wurde. Man hat nicht Blut gesehen, aber durch die ganze Bilderflut. Eine Gewalt, die man heutzutage sieht. Ja, passiert etwas anderes. Und jetzt sage ich einfach, es hat das kleinste Finger genommen und hat es so aufgetan. Dann finde ich das wie, kann ich es wie nicht verantworten. So Sachen merke ich, weil die Frage, oder, wie gehen die Kinder damit um. Aber von dem Gut und Böse, das ist ganz wichtig, dass die Kinder das dann so einordnen können. Ist auch die Gender-Thematik heutzutage ein Thema in der Märchen? Also, stresst mich manchmal wirklich ein bisschen, weil die Sprache wird so viel schwieriger beim Erzählen. Ich probiere ja immer so in einem schönen Fluss und ich versuche auch schöne Sätze zu machen. Vielleicht jetzt bei diesem Interview gerade nicht gegangen ist, weil ich so absolut immer das Nächste schon sagen wo ist. Aber wenn ich erzähle, und ich mich sehr konzentriere. Und dann habe ich gespürt, wenn ich jetzt immer muss ganz korrekt das Gender verfolgen, mit nur schon den Wörtern, oder? Dass ich sage,
Und dann ist die Köchin und der Koch, oder ich weiss doch nicht, einfach bei einem Mädchen von einem Schloss, da stimmt etwas nicht mehr vom Fluss. Ja. Was ich aber merke, dass ich mehr Mädchen auch auswähle, wo starke Frauenfiguren vorkommen. Und die gibt es durchaus. Oder? Frau Holle als Beispiel. Oder auch Harzbab und Goldbeetli, ein Luzerner Mädchen ist so. Frau Holle ähnlich. Es sind alles starke Mädchen, starke Frauen, die vorkommen. Und vielleicht tue ich dort noch ein bisschen mehr Schwergewicht legen, um dem gerecht zu werden. Im Gedanken, den ich schon wichtig finde. Aber in der Sprache ist es schwierig. Das kann ich mir vorstellen. Und du hast schon mal gesagt, du erzählst nur gerne Geschichten, die ein Happy End haben. Nein, ja, vielleicht so. Ich erzähle gerne die Geschichten, die wie einen Bogen haben. Wo, also Sagen haben ja kein Happy End, aber die erzähle ich schon auch gerne. Aber die sind ja nicht für Kinder. Ja. Sagen sind, also für Kinder, weißt du, vielleicht ab 7, 8. Aber Märchen haben ja immer so ein Happy End. Und die Geschichten ja eigentlich auch. Ich erzähle aber nur Geschichten, die ich selber gerne habe. Ja. Wo ich happy damit bin, vielleicht lieber so sagen. Ja, sehr gut. Ja, und ich würde sagen, Yolanda, dass wir hier auch ein Happy End bei uns in der Sendung bekommen. Dann kommen wir zu unserer letzten Kategorie. Und die heisst zum Schluss der Schuss. Ja, Yolanda, zum Schluss der Schuss, da darfst du mit diesen drei Pfeilen auf unsere Dartscheibe schiessen. Aktuell ist auch gerade die Darts-WM, die stattfindet, und darum passt das sehr gut in die Weihnachtszeit. Du musst möglichst viele Punkte erreichen bei uns in der Show. Und wer weiß, Meta Hildebrand führt im Moment noch. Ich sage noch nicht, wie viele Punkte. Also du kannst wirklich dich da noch mal konzentrieren und dann möglichst viele Punkte schiessen. Ich bin ja sonst gerne im Schuss, aber Schiessen ist nicht möglich für genau. Mein Thema. Es könnte jetzt sehr peinlich werden. Und bitte, Yolanda. Oh, gut. Ich glaube, ein 14er oder ein 9er. Noch der nächste. Ja. Und der letzte. Oh. Oh je. Kein Problem, ich zähle es gerade schnell zusammen. Ja, Yolanda. Ich sehe hier 12 Punkte, also gar nicht so schlecht. Und du hast vorhin gesagt, es ist das erste Mal, ja, wo du überhaupt ausprobierst. Ich mache doch so Sachen nicht. Also wirklich gut. Danke. Und Yolanda, ich habe noch für dich ein kleines Geschenk. Wir kommen zwar bei uns alle Gäste über, aber weil Weihnachtszeit ist, ich tue das hier ganz kurz auf die Seite, haben wir ganz etwas Schönes für dich. Gerade schon unter den Tisch. Und zwar eine Blumenbox von unserem Sponsor von Fleurop. Wow. Sogar noch mit Weihnachtskugeln drin. Also da, wunderschön. Ja. Und dann haben wir dir nachher noch einen Deckel, dann kannst du das mit heimnehmen. Danke viel, viel mal. Sehr gern. Sehr und wir lösen schön. Übrigens so ganz kurz dort auf. Also du bist mit 12 Punkten nicht schlecht, so im guten Mittelmaß. Aber gewonnen hat bei uns die Meta Hildebrand und sie hat 64 Punkte gehabt. Also das war wirklich extrem gut gewesen. Und die Meta, du kommst dann von uns noch einen Gutschein über, nach deiner Wahl. Ich kontaktiere dich. Genau, also sie ist wirklich das top. Das ja, wirklich. Gratuliere. Ja, sehr gut. Ja, Yolanda, wie geht es bei dir jetzt noch weiter? Eben, du hast noch gesagt, wir haben da noch ein spezielles Plakat. Vielleicht kannst du dazu noch etwas sagen. Ja, das war das erste Plakat beim Verkehrshaus von der Weihnachtsgeschichte, wo immer noch, das ist jetzt seit 31 Jahren, jede Weihnacht läuft im Planetarium. Und ich freue mich so, dass es das immer noch gibt und immer noch die Leute wirklich gehen schauen. Und, eben, das war 1992, als das erste Mal war, ja, oder? Ja, richtig. Also, ich habe die Vorbereitungen waren das Jahr vorher, aber es ist für mich wirklich etwas ganz, ganz Wichtiges. Das Verkehrshaus, das Planetarium. Und bin ich sehr glücklich, dass ich dort immer noch so verbunden bin. Perfekt. Und im neuen Jahr, was hast du da für weitere Projekte? Ich habe mir das erste Mal im Leben einen ganzen Monat jetzt eine Auszeit genommen. Im Januar werde ich einfach eine Auszeit, keine einzige Aufführung. Ich habe gar nichts angenommen. Und dann geht es wirklich dann im Februar los. Sehr intensiv wieder. Ich habe neue Projekte mit dem Zürcher Kammerorchester und weitere Sachen, wo ich dran bin. Und alle Infos findet man unter yolandasteiner.ch, oder? Richtig. Für die Leute, die dich verfolgen wollen. Korrekt. Genau. Sehr gerne. Perfekt. Hey Yolanda, schön bist du da gewesen. Ich wünsche dir ganz schöne Festtage. Heute Abend ein gutes
Fest mit deiner Familie. Danke. Und einen guten Rutsch ins 2024. Das wünsche ich dir auch. Merci vielmals, dass ich da sein darf. Und jetzt noch so ein schönes Geschenk auf mich. Sehr gerne. Ja, und ich danke natürlich auch euch. Schön, habt ihr mir treu gehalten in diesem Jahr. Abonniert mich doch noch schnell, abonnieren, weil ab Januar, ab Mitte Januar geht es weiter mit vielen spannenden Gästen. Also, ihr könnt gespannt sein. Und ich wünsche jetzt euch auch schöne Festtage. Macht's gut und bis gleich.